Technik PR. Mein Name ist Markus Kaiser. Ich bin bei uns im Studiengang für digitalen Journalismus und Medieninnovationen zuständig und freue mich sehr, dass Sie so zahlreich heute zu uns gekommen sind. Heute ist ja Nürnberg der digitale Hotspot sozusagen Deutschlands. Der Digitalgipfel der Bundesregierung tagt heute und morgen im Nürnberger Messezentrum. Und natürlich auch dort ist das Thema künstliche Intelligenz ein ganz dominierendes Thema, über das wir uns heute ja informieren werden, einführen werden. Ich freue mich sehr, dass Sie alle gekommen sind. Wünsche uns ja sehr unterhaltsame, informative und vielleicht auch diskursive 60 bis 90 Minuten und darf übergeben an unseren Tagesmoderator erstmal für den heutigen Tag. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Ferdinand Heinrich. Ich studiere Technikjournalismus im 7. Semester und moderiere den heutigen Abend und werde nachher auch insbesondere die Fragerunde moderieren. Das heutige Thema steht auf dem Flyer, steht hier an der Tafel. Künstliche Intelligenz ist, glaube ich, ein Thema, wo jeder meint, er weiß ein bisschen was darüber. Es ist auch irgendwie ein Buzzword, ja, was gerne genannt wird, wo aber keiner wirklich genau weiß, was steckt denn dahinter. Potenzial davon ist wohl genauso groß wie der Erklärungsbedarf über künstliche Intelligenz. Und Britta Daffner von IBM Deutschland wird uns da heute ein bisschen was dazu erzählen. Im Anschluss, wie gesagt, gibt es noch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Dann einen schönen Abend auch von meiner Seite. Bitte auch an die hinteren Reihen melden, wenn ich zu leise bin oder meine Stimme versagt. Nachträglich auch nochmal. Ja, das ist nur für die Aufnahme leider. Von dem her geht das so, von der Stimme? Bis jetzt noch? Okay. Von dem her, ich wünsche euch allen nochmal einen schönen ersten Advent nachträglich. Wer von euch war schon auf dem Weihnachtsmarkt? Naja, ein paar. Jetzt mal ausbaufähig. Und für mich selbst, die Weihnachtszeit erinnert mich dann doch auch immer wieder an viele so Kindheitserfahrungen, die ich gemacht habe. Und tatsächlich als kleines Kind, als ich 3-4 Jahre alt war, war damals auch schon blond mit so einem Pony bis hier, habe ich wie viele andere Kinder auch mal gerne gemalt und gebastelt. Und ich hatte eine Zeit, wo ich ein Motiv dauerhaft gemalt hatte. Das Ganze sah damals so aus in so einer kleinen Kindheitszeichnung. Ich war damals schon fasziniert von Maschinen und Robotern. Ich muss dazu sagen, ich hatte auch einen Vater, der damals schon in der IT-Branche gearbeitet. Da gibt es auch schon Babyfotos, wo ich mit diesen riesen Mobiltelefonen spiele. Und ich hatte mir damals eine Maschine oder eine intelligente Maschine eben so vorgestellt. Ein blechernes Ding mit auch einem Kopf, das schon sehen konnte, Arme, Beine. Und das Coolste daran war, er hatte wie so eine Art Bauchtasche, wo man Anleitungen reinstecken konnte. Und jede Anleitung, die das Teil in deiner Bauchtasche hatte, kannte dann eben dieser Roboter. Und das hatte er sich dann eben auswendig gelernt. Das fand ich damals ganz toll. Heute, ja, 24 Jahre später, bin ich immer noch fasziniert für Maschinen und IT, sonst wäre ich nicht hier. Mein Wissen hat sich ein bisschen erweitert, auch wie solche Maschinen wirklich aussehen. Wie eingangs schon gesagt, inzwischen bin ich bei der IBM. Ich bin dort in der Beratung tätig für Data und künstliche Intelligenz und baue seit Anfang des Jahres eine neue Abteilung auf, die sich für KI oder künstliche Intelligenz auf Banken spezialisiert. Und hier auch schon ein Disclaimer, also künstliche Intelligenz, ich rutsche oftmals ab in die Abkürzung KI oder Artificial Intelligence, AI auf Englisch, dass keine Verwirrung entsteht. Wer von euch hat denn ein iPhone oder nutzt ein iPhone? Wer nutzt Netflix oder Spotify? Tatsächlich, die meisten Dinge, die wir heute schon nutzen, die haben KI schon eingebaut. Und wir nutzen künstliche Intelligenz in einer Art und Weise, ohne dass wir es tagtäglich eigentlich wissen. Und seitdem die Menschen Maschinen erfunden haben, gebaut haben, haben die Menschen auch den Wunsch, eine Maschine menschenähnlich oder gar menschengleich zu machen. Was heißt denn eigentlich menschenähnlich?
also ein Mensch, er hat verschiedene Fähigkeiten. Ich würde mal sagen, eine der wichtigsten Fähigkeiten, die wir Menschen haben, ist, dass wir die Sprache nutzen können. In Wort und in Schrift. Wir können uns austauschen, wir können miteinander kommunizieren. Gleichzeitig haben wir aber auch Emotionen, manche mehr, manche weniger. Wir können uns kreativ ausleben, wir können Erfahrungen machen, wir lernen. Und basierend auf den Erfahrungen, die wir gemacht haben, können wir diese Konzepte auch auf komplexe Problemstellungen anwenden. Und diese Fähigkeiten sollen eben Maschinen auch können. Und künstliche Intelligenz, auch wenn es heute so ein Buzzword ist, über die gerade jetzt jeder spricht, ist die Forschung dahinter eigentlich schon ziemlich alt. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Techniker hier sind, die vielleicht auch IT studiert haben und den Alan Turing kennen, denn 1950 gab es schon den sogenannten Turing-Test, der entwickelt wurde. Und mit dem Turing-Test sollte getestet werden, ob eine Maschine einem dem Menschen ebenbürtiges Denkvermögen hat. Und das ging so, man hat eine Person mit zwei, oder eine Person sollte zwei Dialoge führen, einmal mit einer Maschine und einmal mit einem Menschen. Und wenn diese Person, die befragt wurde, nicht unterscheiden konnte, ob sie eben mit einer Person als Mensch oder mit einer Maschine gesprochen hatte, galt dieser Test damals als bestanden. Und tatsächlich gab es damals auch schon einige Tests, die bestanden wurden. Man muss dazu sagen, dass diese Maschinen meistens im Psychologieumfeld genutzt wurden und stark auf Regeln basiert waren. Das heißt, wenn der Befragte von seiner Familie gesprochen hat, war es ein leichtes für die Maschine, dann die Frage zu stellen, wie war die Beziehung zu deinem Vater? Von dem her war das damals noch nicht so aussagekräftig. 6 Jahre später gab es dann oder kam auf einer Konferenz von John McCarthy das erste Mal der Begriff Artificial Intelligence auf. Er sprach auf einer Konferenz über das Aufkommen von künstlicher Intelligenz. Danach gab es verschiedene Forschungen rund um das Thema. Es wurde entwickelt, verschiedene Systeme wurden gebaut. Das kam allerdings nie so richtig zum Fliegen, wodurch in den 80er Jahren dann dieser sogenannte AI-Winter eintrat. Man hatte damals einfach nicht die Use Cases, es gab nicht genug Daten und auch die Algorithmen waren nicht wirklich gut genug. Und erst seit den 90er Jahren kam das ganze Thema jetzt wieder auf. Zum einen durch das Internet, es wurden massenweise Daten geschaffen, auch durch Sensoren. 1997 wurde dann der damalige Schachweltmeister Garry Kasparov besiegt. IBM hat damals die Maschine Deep Blue erschaffen, die gegen den Schachweltmeister eben spielen sollte. Und damals war das ein sehr großer Aufruhr, weil Schach als Sinnbild von menschlicher Intelligenz galt. Dann die Forschung zu selbstfahrenden Fahrzeugen wurde immer mehr. 2011 gab es da nochmal eine Challenge, auch von IBM, die IBM Watson ins Leben gerufen hatte und in der Quizshow Jeopardy gegen den damaligen Champion gespielt hatte und gewonnen hat. Und heute gibt es eben schon eine Vielzahl von Alexa oder Google Home Dots, die einfach in den Wohnzimmern stehen. Und was hat sich seit damals und heute verändert? Warum, glaube ich und viele andere nicht, dass wir jetzt nochmal so einen AI-Winter erleben? Ich hatte schon angesprochen, zum einen die Daten. Wir haben super viele Daten durchs Internet, durch Sensoren. Tagtäglich generieren wir immer mehr. Zum anderen aber eben auch die Rechenleistung. Viel Rechenpower steckt inzwischen in der Cloud, für jeden nutzbar. Und die Algorithmen haben sich eben auch verbessert. Und was ist eigentlich künstliche Intelligenz? Das steht immer so als das große Unbekannte im Raum. Eigentlich ist es ganz einfach. Eigentlich sind es nur Algorithmen, die nicht mehr Zeile für Zeile programmiert, sondern inzwischen trainiert werden mit Daten. Und diese Algorithmen, die können eben menschliche Fähigkeiten abbilden. Das heißt, also und durch diese menschlichen Fähigkeiten, das hat vielleicht der ein oder andere schon mal gehört, wurde auch der Begriff Cognitive Computing geprägt. Um auszudrücken, dass es eben eine Art und Weise ist, wie IT eben diese kognitiven Fähigkeiten von Menschen darstellen kann. Und was können wir eigentlich mit diesem System machen? Wir hatten bis dato immer diese sogenannten strukturierten Daten. Daten, die wir wunderbar in Datenbanken oder Excel-Tabellen ablegen können. Und das, was KI stark macht, ist, dass wir jetzt unstrukturierte Daten verarbeiten können. Das heißt, wir können menschliche Sprache in Wort und in Schrift bearbeiten oder verstehen.
Und das ist für Maschinen gar nicht so einfach, wie es klingt. Denn es macht einen riesen Unterschied, ob ich sage, ich bin in einer Bank oder ich sitze auf einer Bank. Man muss inzwischen den ganzen Kontext betrachten, was in den Wörtern drinsteht. Oder auch wenn ich an mein Service Center eine E-Mail schreibe und schreibe, ihr habt mir zum dritten Mal schon wieder zu hohe Beiträge abgebucht, das habt ihr mal wieder toll gemacht, ist das nicht das Konzept des Lobes, sondern der Ironie. Von dem her, Sprache ist komplex und mit künstlicher Intelligenz ist jetzt eben die Möglichkeit da, diese Sprache im Zusammenhang zu stellen und jetzt eben nicht mehr regelbasierte Systeme zu bauen. Weiterer Teil von unstrukturierten Daten, was momentan noch immer wichtiger wird, sind Bilder. Hier ist vor allem China auch Vorreiter, das heißt, dass Maschinen Bilder erkennen können, ob auf dem Bild eine Katze oder ein Hund ist. Und mit genug Training am Ende können eben auch die Rassen erkannt werden oder wirklich die einzelne Person an sich. Und die künstliche Intelligenz, die funktioniert so, dass sie am Ende nach Muster in diesen Daten sucht. Und mit weiteren Daten werden diese Muster angepasst. Die Maschine wird verbessert und auch mit den Interaktionen eines Menschen kann sich quasi der Algorithmus immer wieder anpassen. Und das ermöglicht uns eine ganz neue Art und Weise, wie wir mit Maschinen interagieren können, nachdem wir einfach jahrelang quasi in diesen Zeilen und Spalten gedacht haben und gearbeitet haben, programmiert haben in Code, gibt es damit jetzt nur die Möglichkeit, eben auch in menschlicher Sprache mit Maschinen zu interagieren. Das führt mich jetzt zu der Definition, Artificial Intelligence, das heißt künstliche Intelligenz auf Deutsch, ist die Fähigkeit einer Maschine, intelligentes menschliches Verhalten zu imitieren. Und im Grunde ist das erstmal alles. Wie ich eben schon sagte, das führt uns jetzt einfach zu weiteren Möglichkeiten, Daten zu bearbeiten, weil eben genau diese unstrukturierten Daten 80% aller Daten eben darstellen. Und damit ist KI auch eine der wesentlichsten Innovationen oder Technologien, seitdem auch das Internet geschaffen wurde. Ich habe jetzt nochmal ein Video mitgebracht, das auch nochmal verdeutlicht, wie Watson funktioniert. Vor allem jetzt hier auch das Watson-System, was damals bei Jeopardy gewonnen hatte. Gucken, ob das beim Ton funktioniert. Ja. How Watson answers a question in 4 not so simple steps. The first person mentioned by name in The Man in the Iron Mask is this hero of a previous book by the same author. How does a computing system reach a single answer to clues posed in human language? Step 1, question analysis. The first thing Watson does is parse the question into its parts of speech and identify the different roles the words and phrases in the sentence are playing. This helps Watson determine what type of question is being asked and what the question is asking for. Step 2, hypothesis generation. For each interpretation of the question, Watson quickly searches through hundreds of millions of documents to come up with thousands of possible answers. At this point, quantity trumps accuracy, because if the correct answer isn't included during the initial sweep, there is no possible way for Watson to identify and justify the right answer at the end. Step 3, hypothesis and evidence scoring. After downgrading obviously wrong answers, Watson finds passages from many different sources to collect positive and negative evidence for all of the remaining possibilities. Watson understands these passages having learned the relationships between words. Relationships such as books have heroes or authors create characters. Scoring algorithms then rate the quality of this evidence based on everything from the source material's reliability to whether the time and location appear correct. Step 4, final merging and ranking. Different types of evidence are better at solving different types of questions. So just like a person learns from practice, Watson uses the experience it gains from trying to answer similar questions in order to weigh the importance of its different types of evidence. By playing thousands of practice games, Watson learns how to weigh, apply, and combine its own algorithms to help decide the degree to which each piece of evidence is useful or not. These weighted evidence scores are merged together to decide the final rankings for all of the possible answers. If Watson's confidence for its top answer is low, then Watson won't answer. This is an important step for computing. Watson knows what it knows, and it knows what it doesn't know. The same technology that helps Watson answer a Jeopardy question could have enormous implications for healthcare, finance, or virtually any other industry where people are using information to help them make
Watson's ultimate success will be measured not by daily doubles, but by what it means for society. Im Grunde, wenn wir so ein System trainieren mit Daten, man hat hier ganz schön gesehen, wenn wir mit natürlicher Sprache arbeiten, das heißt wieder Sprache in Wort oder in Text, haben wir Texte und im ersten Schritt müssen diese Texte in einzelne Satzteile zerlegt werden. Und man kann sich das so vorstellen, wenn wir trainieren, ist es wie, wenn man Texte mit so einem Textmarker in verschiedenen Farben markiert und dann dem System sagt, wie die Zusammenhänge zwischen den einzelnen Satzteilen sind. Und somit kann man im System den Kontext mitgeben. Das ist eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit sind die sogenannten neuronalen Netzwerke, in dem quasi wie in einem Netzwerk Daten berechnet, Daten simuliert wird. Also im Grunde, was immer hinter diesem System liegt, ist am Ende nur Mathematik. Und wichtig zu verstehen, was ich oftmals sehe, was immer zu Verwirrung führt, ist, dass man denkt, ob es jetzt IBM Watson oder jegliches andere System ist, dass es quasi wie eine Blackbox ist, die irgendwo hingestellt wird und dann weiß die sofort alles und lernt und wird immer schlauer. Das ist nicht so. Also am Ende ist KI, sind es verschiedene Algorithmen, die verschiedene Schwerpunkte erfüllen und wie Lego zusammengesetzt werden können. Und das ist jetzt mal nur ein Beispiel von Services, wie wir sie eben auf der IBM Cloud haben. Es gibt verschiedene Schwerpunkte. Zum einen, ich hatte schon gesagt, es gibt den Unterschied zwischen gesprochener Sprache und geschriebener Sprache. Im Grunde arbeitet die Maschine immer mit der geschriebenen Sprache. Das heißt, wir haben zum Beispiel, wo seht ihr das hier, Services, die einfach nur die gesprochene Sprache in Schrift gut umwandelt oder eben wieder andersrum. Das wäre dann quasi auch das, was bei der Alexa wieder rauskommt. Dann Richtung Bilderkennung gibt es ein, hoppala, das war falsch. Kriege ich das wieder zurück? Ja, das lassen wir. Gibt es zum Beispiel einen Service, der mit Bilderkennung arbeitet und der nur darauf trainiert wird, Bilder zu erkennen, mit Beispieldateien. Dann haben wir Services rund um Watson Assistant, das heißt, um Chatbots relativ einfach aufzubauen, um solche Dialogstrukturen zu bauen, mit denen man sich dann eben unterhalten kann. Das kann jetzt eben auch ein Voicebot sein, zum Beispiel einen, den man auch am Telefon hat, aber eben auch welche, die man über ein Browserfenster oder wie bei WhatsApp eben aufmachen kann. Dann verschiedene Services rund um Textverarbeitung, das heißt, um große Massen an Daten, Dokumenten zu verarbeiten, dort auch wieder den Kontext zu verstehen, Informationen zu suchen oder nach Informationen zu fragen. Oder eben auch Empathy, dass man den Sentiment von Schriftgut oder von Sprachgut analysieren kann, bis zu auch einer Persönlichkeitsauswertung. Und das kann man auch mal ausprobieren. Man kann kostenlos auch auf den Service zugreifen, zum Beispiel Twitter-Accounts oder eben Text von, ich glaube, 1000 Zeichen ist Minimum, einfügen. Und dann kann man mal testen, was quasi dort als Persönlichkeitsauswertung rauskommt. Erstmal Fragen zu dem Teil, so was allgemein erstmal KI ist. Also ich denke, wichtig zum Verstehen an sich erstmal Algorithmen, die trainiert werden mit Daten, die menschliche Fähigkeiten abbilden können, zum Beispiel Wortschrift, Textverständnis, Bilderkennung, die lernen und eben Muster erkennen und die quasi auch aus einzelnen Blöcken zusammengesetzt werden können. Dann gehen wir jetzt mal über zu den Einsatzmöglichkeiten von künstlicher Intelligenz. Gibt es denn hier im Raum schon Beispiele, die ihr kennt, wo künstliche Intelligenz heute schon angewendet wird? Ja. Suchmaschinen. Mhm. Wobei viele Suchmaschinen tatsächlich auch noch mit Stichwörtern suchen. Aber, genau. Autonomes Fahren. Mhm. Fotografieren. In welchem Zusammenhang beim Fotografieren? Nur bei Handys. Machen Reklame damit. Genau. Also dort auch jeder, der ein iPhone hat, der kann auch mal auf seine Bildgalerie gehen und dort kann man auch bei der Suche nach Baum, Haus oder Meerschweinchen suchen und dann sucht das iPhone quasi schon nach den Bildern, die dazu passen können. Sprachassistent. Mhm. Wer von euch hat denn schon eine Alexa zu Hause? Oder ein Google Home. Ja? Dann, du hattest noch ein Beispiel. Genau.
Ja, super. Da brauche ich ja gar nicht mehr so viel zu erzählen. Also ein wesentlicher Bestandteil ist die Medizin. Die Medizin war schon von den frühen Anfängen dabei, mit künstlicher Intelligenz unterstützt zu werden. Warum? Weil wir hier von Anfang an eine Vielzahl von Daten hatten in Form von Diagnoseergebnissen, Research-Dokumenten, Medikamentendokumentation. Und was dazu kommt, vor 2 Jahren, waren eigentlich all die Services, die ich auch eben vorgestellt hatte, nur auf englischer Sprache. Die verschiedenen Sprachen, die kamen nach und nach. Und im Medizinbereich, da gab es damals eben schon alles auf Englisch, weshalb die frühen Anfänge mit KI hier eben in der Medizin gearbeitet haben. Und KI kann hier unterstützen, um Diagnoseergebnisse zum einen an den Arzt zu geben, als Möglichkeit, dass er Symptome eingeben kann, und basierend auf den Daten, die im Hintergrund gescreent werden, kann das System unterstützen, Empfehlungen zu geben, um welche Krankheiten oder eben Behandlungsmethoden es sich handeln könnte, oder eben auch zu der Forschung für neue Medikamente. Ein Haupteinsatz ist die Krebs- und Parkinson-Forschung, um hier Medikamente zu finden, die eben diese Krankheiten heilen können. Für Parkinson wurde 2017 schon fast 4000 Medikamente identifiziert, die Ähnlichkeiten aufweisen, die jetzt quasi als Liste mit einem Ranking an Ärzte und Mediziner gegeben wurde, und die das eben jetzt Stück für Stück durchtesten. Das heißt, es gibt noch keine Lösung für Parkinson, noch keine Heilung, und KI ist auch nicht dafür da, das Heilmittel für alles zu finden, aber es unterstützt eben die Forschung und kann die Forschung enorm beschleunigen, indem neue Zusammenhänge aufgetan werden, dass Dokumente, Forschungsergebnisse schneller analysiert werden können. Ein anderer Einsatzbereich ist zum Beispiel auch bei der Erkennung bei Blutwertuntersuchungen, wenn Blutproben mit einem Mikroskop untersucht werden müssen, dass man hier durch Visual Recognition einem System antrainiert, wie Bakterien oder andere Infektionskrankheiten in diesem Blutbild aussehen können, und dass man das quasi auch automatisieren kann und nicht mehr händisch sich anschauen muss. Das ist zum Beispiel bei Malaria-Behandlung, das muss man immer noch manuell machen. Ein anderer Einsatzbereich ist quasi, die Menschen wollen ein bisschen wie Iron Man sein, wir wollen unsere Sinne stärken, zum Beispiel besser hören, besser sehen oder eben neue Kapazitäten schaffen. Und das ist tatsächlich auch in vielen Bereichen sinnvoll. Das klingt jetzt so ein bisschen spielerisch, aber es gibt eine Firma, die heißt WearWorks, die für sehbehinderte oder seheingeschränkte Personen Armbänder erschafft. Und durch diese Armbänder wird für eben diese sehbehinderten Leute ein Korridor erschaffen, ein virtueller, mittels GPS-Daten. Und immer wenn sich diese Person außerhalb des virtuellen Korridors befindet, gibt es eben ein haptisches Feedback. Und 2017, meine ich, gab es einen Marathonläufer, der gern den New York Marathon laufen wollte, ohne menschliche Hilfe. Und bis heute ist es so, wenn ein Blinder gern einen Marathon laufen möchte, bedarf es dazu einem Guide, einem Führerperson, die ihm beim Marathon unterstützt. Und er hatte eben das Ziel, diesen Marathon komplett alleine zu laufen. Und eben durch diese Firma, die hat ihm auch ein Armband entwickelt, ein spezielles, das noch erweitert wurde auch durch Kamerasensoren, sollte er quasi auch geleitet durch diese haptischen Feedbacks den Marathon komplett alleine laufen können. Das hatte auch anfangs ganz gut geklappt, dass er am Ende wirklich 13 von 26 Meilen alleine laufen konnte. Danach hat das System aufgegeben, weil Regen eingetreten ist und die ganzen Menschen die Sensoren behindert hat. Aber das sind auch solche Forschungsmöglichkeiten, um eben auch dann da solche neuen Fähigkeiten zu erschaffen. Autonomes Fahren hatten wir schon gehört. Und das ist tatsächlich lange bevor auch Google, hat sich auch schon Hollywood damit beschäftigt. Also es gibt ja das Batmobile, Knight Riders etc., die das schon vor vielen Jahren vorgemacht haben. Und tatsächlich gab es 1879 schon den ersten Prototyp für ein selbstfahrendes Auto. Aber Fahren ist komplex. Von dem her sind wir immer noch dabei am Forschen, weil wir müssen mit verschiedenen Konditionen, wie zum Beispiel mit Regen, Sturm, Unwetter, zurande kommen. Und am Ende ist eben Sicherheit eines der wichtigsten Aspekte in dieser Technologie. Ich habe zu Hause so einen Staubsaugerroboter. Wenn der dreimal gegen die Wand fährt, dann macht das nichts. Bei einem Auto ist das eben schlimm.
Und es gibt vor allem drei Voraussetzungen für autonomes Fahren. Das heißt zum einen die Wahrnehmung. Das Auto muss sehen können, die Fahrspuren sehen können, muss die Schilder sehen können, muss Menschen und Hindernisse wahrnehmen können. Es muss Vorhersagen treffen können, und zwar wie bewegen sich die anderen auf der Straße, was wird als nächstes passieren. Und auch ein wesentlicher Aspekt ist der soziale Content, was nicht so einfach ist, zum Beispiel wenn auf der Straße spielende Kinder zu sehen sind, die Fußball spielen, muss ein erhöhtes Risiko erkannt werden können. Und das alles ist eben sehr komplex. Und wie bei allen KI-Systemen ist es auch beim autonomen Fahren notwendig, dass man das System trainiert. Und zwar mit sehr, sehr vielen Daten. Und bei diesen ganzen Konditionen, die ganzen Dinge, die man beachten muss, braucht man einfach massenweise an Testdaten und Testfahrten. Und wenn ich mir so die heutige Entwicklung anschaue, denke ich, dass wir 2030 davon ausgehen können, dass wir selbstfahrende Autos auf den Straßen sehen werden. Und ich fände es tatsächlich eigentlich ziemlich cool, schon alleine, weil man im Durchschnitt davon ausgeht, dass 12% der Städte durch Parkhäuser oder Parkplätze schon belegt sind. Und wenn man überlegt, vor allem in den großen Städten, ich komme jetzt aus München, was da einfach mit dieser Fläche gemacht werden könnte, sei es Parks oder einfach nur Wohnraum, das wäre halt schon gigantisch. Ein anderes Beispiel aus der Herstellung, aus der Manufaktur. Es gibt eine Firma, die heißt Rethink Robotics, die genau diesen Roboter herstellt. Und dieser Roboter zum einen, wie man sehen kann, der hat oben auch eine Kamera, ein Display, das sich drehen kann, mit dem man Dinge anzeigen kann. Und das Spannende ist, der hat eben diesen einen beweglichen Arm, mit dem man typische Herstellungsschritte übernehmen kann. Und diese Maschine wird jetzt auch nicht programmiert, sondern sie wird quasi durch Demonstration trainiert. Dass auch ein Mensch, der sich mit IT überhaupt nicht auskennt, der vorher auch diese Schritte selbst gemacht hat, kann durch Demonstration, das muss ein-, zweimal gemacht werden, diese Maschine anleiten. Er hat mal quasi in so einem Dashboard noch die Möglichkeiten, Aktionen zu verschieben, zu konfigurieren. Aber im Grunde ist es relativ einfach gemacht, dass quasi jeder so einfache Schritte diesem Ding antrainieren kann. Und das Praktische eben halt an Robotern ist, dass die immer manuelle Aufgaben, die sich stetig wiederholen, ohne Müdigkeit 24/7 erledigen können. Jetzt habe ich noch ein Video. Ich hoffe, es ist nicht so laut. Workshop at IBM Watson are inspired to announce the successful completion of a pilot program for the first educational platform that blends Watson's cognitive computing power with Sesame's research-based content. Wait, wait, a pilot program, which we did in a partnership with Georgia Spinet County Public Schools. Let me show you. We built a vocabulary learning app on the IBM and Sesame Intelligent Learning Platform. And for over a two-week period, we were able to deliver personalized learning experiences to Bexar County kindergartners. I love that it's individualized. I love that they are learning at their own rate of speed. They are getting new words as rewards. And I love seeing them using it outside of the app. I learn new words, so then I know what they are. Amplify, octagon, insect, arachnid, camouflage. Wow! Antonio really knows some big words. The Cognitive Vocabulary App is just one of the many cognitive tools, games, and educational toys that will be built on this new platform. Oh, can I see some more? Please. The individualized learning tools will be available. So, das war jetzt laut. Und ein Beispiel, wie das zukünftig in der Bildung eingesetzt werden kann. Also, das war jetzt ein Beispiel, ein Prototyp auch in der Zusammenarbeit mit der Sesamstraße, wie man Systeme entwickeln kann, um auch die sprachliche Entwicklung von Kindern zu fördern, indem das System Daten sammelt und dann über Vorherrechnung dann Empfehlungen gibt, welches Wort als nächstes angezeigt oder gelernt werden sollte. Und das System kann dann eben auch
auswerten, wo eventuell Probleme sind oder wo eben Wörter als nächstes gelernt werden sollten. Das ist alles noch in der Probierphase. Tatsächlich, man muss auch sagen, Bildung ist immer noch ein Bereich, wo oftmals auch wenig Geld für so Sachen auch eingegeben wird. Und es gab vor einigen Jahren auch den Versuch, sogenannte Cogni-Toys herzustellen. Das war so ein kleiner Dino, der auch mal auf der CeBIT vorgestellt wurde, der sich auch mit Kindern unterhalten konnte und die dann quasi so ihr Sprachvermögen ausprobieren konnte. Und der hatte sich immer an das Vokabular der Kinder angepasst. Abseits davon gibt es auch Versuche, das Ganze auch in die Unis zu tragen als Lernsysteme, dass ein virtueller Tutor geschaffen wird. Da gab es jetzt in Amerika auch schon mal einen Use Case mit dem Pearson Verlag. Und hier soll der virtuelle Tutor nachträglich zu den Vorlesungen unterstützen, nochmal das Gelernte zu wiederholen, Fragen zu stellen und dann quasi mit den Studenten zu lernen. Und wenn eine Antwort falsch beantwortet wurde, gibt es dann eben die Möglichkeit, dass das System die Fragen enger stellt, wiederholt und Hinweise gibt, um auf die richtige Antwort zu lenken. Was auch hier möglich ist, wäre, dass dann zum Beispiel Lehrer oder Professoren auch auf die Ergebnisse zugreifen könnten oder zumindest sehen können, wo es über den gesamten Kurs hinweg Schwachstellen gab und wo man vielleicht auch das Gelernte nochmal wiederholen muss oder vielleicht auch die Lerninhalte oder wie man das Ganze präsentiert verbessern könnte. Dazu erstmal ein paar Beispiele, wie es eben, ich sag mal, auch in der Gesellschaft eingesetzt werden könnte. Vieles davon ist auch Zukunftsmusik, weil am Ende ist es immer auch, KI ist eben mit Arbeit, mit Einsatz verbunden, um eben so Systeme erstmal trainieren zu können. Und wie das autonome Fahren, denke ich, dass vieles davon noch ein paar Jahre dauert, bis es auch wirklich bei uns ankommt. Tagtäglich arbeite ich aber eben schon mit Unternehmen zusammen, die auch KI einsetzen in kleinen Formaten. Und da möchte ich jetzt gerne nochmal drauf eingehen, was wir auch tagtäglich zum Beispiel mit Unternehmen machen. Wir haben dazu das Portfolio in 5 Bereiche eingeteilt. In der Mitte einmal das, quasi, das Untechnologischste, das ist dann einmal die Strategie, um die Kunden, Unternehmen zu beraten, wie mal AI-Systeme eingeführt werden können, wie so eine Roadmap aussehen kann, dass man Stück für Stück solche Systeme einführt und was eben auch wichtig ist, Strategien einzuführen, wie solche Systeme auch gewartet werden in Zukunft. Denn das unterscheidet sich gravierend mit Systemen, die auch heute in Unternehmen zu finden sind, da solche Systeme nicht wie einfach einmal in die Steckdose reingesteckt sind und sie laufen für immer, sondern weil sie am Ende sehr datenbasiert sind. Man muss oftmals nachtrainieren, man muss die Systeme eben auch überwachen und ständig auch kontinuierlich anpassen, damit man auch damit was anfangen kann. Wo setzen wir jetzt KI ansonsten ein? Einmal alles, was sich um den Kunden dreht. Hier haben wir es jetzt Cognitive Customer Engagement genannt. Das heißt, überall, wo der Kunde mit dem Unternehmen interagiert, um zum Beispiel personalisierte, individuelle Angebote zu bekommen. Wenn ihr auf Netflix seid, bekommt ihr Filmempfehlungen, die auch auf KI basieren, Musikvorschläge. Es gibt auch hier die Möglichkeit, mit dem ADAC haben wir eine Lösung umgesetzt, im Schadensfall, dass man quasi den Unfall, das Auto direkt fotografieren konnte, in eine App hochladen und hier im Hintergrund wurde bereits analysiert, um welchen Schaden es sich hier handelt und wie teuer das wahrscheinlich sein wird. Also im Grunde auch alles, um diese Customer Experience, wie sie so schön heißt, auch einfacher zu machen. Und also zum einen, um sie leichter zu machen und zum anderen auch den Kunden besser kennenzulernen. Dann Cognitive Customer Care, das hatten wir hier, glaube ich, auch schon. Alles, was Richtung Service Contact Center geht, denn heute ist es so, dass viele Unternehmen überfordert sind mit den ganzen Kanälen, die es zum Ansprechen gilt. Es ist jetzt nicht mehr nur Telefon, Brief, Fax, sondern inzwischen eben auch SMS, WhatsApp, Facebook, vielleicht auch Instagram, um die eben alle auf einen Kanal zusammenzuführen und dann auch dem Kunden ein einheitliches Bild zu geben, weil eben die Kunden inzwischen erwarten, wenn man zum Beispiel auf Facebook schreibt, dass man dann auch einen Tag später auf WhatsApp schreiben kann und trotzdem ein nahtloser Übergang geschieht. Und da gilt es zum einen, all die Daten auch zusammenzuführen und vor allem den Leuten, die quasi hinter dem System sitzen, den Serviceagenten die Möglichkeit zu geben, all diese Daten schnell im Überblick zu haben und auch zu wissen, mit welchem Problem der Kunde zu einem kommt. Auch ein großes Feld ist hier zum Beispiel, um das Service Center zu entlasten, das heißt, um diese sogenannten FAQs, die man heutzutage typischerweise auf den Webseiten von Banken,
von anderen Unternehmen sich selbst zusammensuchen kann, dass man die zum Beispiel über Chatbots schon mal abfragt, dass man dort schon mal diesen, das Eingangsvolumen reduziert oder auch, dass man diese Telefonbots einführt, dass man nicht mehr mit dieser typischen Stimme arbeitet, wo es heißt, drücken Sie bitte auf die 2, 3 oder 1, sondern dass man quasi sein Anliegen schildern kann und dann automatisch eben zum richtigen Ansprechpartner geroutet wird. Oder eben auch, um einfache Anfragen per E-Mail zum Beispiel automatisiert beantworten zu können. Wobei, das ist auch ganz interessant, man denkt auch hier, E-Mail ist so einfach, ist Text. Und teilweise, wenn man mal in die Unternehmen reingeht, ist man echt schockiert, was Menschen als E-Mail schreiben. Also da gibt es da noch keine Grammatik mehr, nichts. Von dem her, auch da ist da noch ein Punkt, worauf wir auch gleich noch kommen, Daten oder Input ist auch gar nicht so einfach erkennbar für Maschinen. Dann der dritte Bereich, Augmented Advisory, das ist eher zentriert auf den Mitarbeiter, um zwar die Mitarbeiter zu befähigen, ihnen ein System an die Hand zu geben, mit dem sie ihre Arbeit besser tun können, Entscheidungen besser treffen, indem zum Beispiel Daten vorbereitet werden. Ich habe jetzt schon mit vielen Unternehmen gearbeitet, wo zum einen die Arbeitslast immer höher wurde, es wurden ständig neue Systeme eingeführt und die Mitarbeiter wussten gar nicht, wie sie mit diesen Systemen interagieren sollen und haben quasi mehr Zeit damit verbracht, nach Lösungen zu suchen, als ihre Arbeit zu bewältigen. Und da kann man zum Beispiel auch solche Systeme nutzen, ob es jetzt virtuelle Assistenten sind oder eine intelligentere Suche, die genau auf die Lösung führt, etwas an den Mitarbeiter die Hand zu geben, um eben schneller nach Lösungen zu kommen. Ein anderer Bereich wäre zum Beispiel, was ich meinte, mit Daten vorbearbeiten. Im Bankenumfeld ist es so, wenn man eine Immobilie finanzieren möchte, muss am Ende die Bank ja auch bewerten, was diese Immobilie eigentlich wert ist. Dazu nehmen sie Grundbücher daher, die gut 70 Seiten lang sein können, mit viel Text, wo es eigentlich nur darum geht, ein paar relevante Informationen zu extrahieren, um eine Bewertung der Immobilie machen zu können. Und das kann gut ein paar Stunden dauern, bis einfach diese Informationen gesammelt wurden. Und durch KI können eben auch diese Texte gescreent werden und die relevanten Inhalte automatisch in eine Art von Dashboard transportiert werden. Oder der fünfte und der letzte Punkt, das ist alles, was mit Backend-Prozessen zu tun hat, um Prozesse zu beschleunigen, zu verschlanken, zu automatisieren. Zum einen durch typische Roboter, dass automatisch Dinge ins Backend eingegeben werden, dass man nicht mehr irgendwas eintippen muss. Oder zum Beispiel auch im Bankenumfeld, dass Unterschriften geprüft werden, was heute auch oftmals noch manuell geschieht, wenn Belege reinkommen, dass dann immer eine Unterschriftenprüfung geschehen muss, bevor der Auftrag überhaupt bearbeitet werden kann. Dazu noch Fragen? Was ganz wichtig ist bei diesem System, das hatte ich schon mal im Nebensatz erwähnt, also am Ende sind die Daten der Grundstein von diesen Systemen. Es gibt ja diesen typischen Spruch, Bullshit in, Bullshit out. Das heißt, es ist wichtig, zum einen genügend Daten zu haben, um ein richtiges Ergebnis zu haben, das man trainieren kann. Man muss darauf aufpassen, dass man keine Bias in den Daten findet und möglichst diverse Daten zusammenzieht. Das heißt, zum Beispiel auch, wenn man solche Chatbots trainiert, dass man auch eine weibliche und eine männliche Sicht dazu nimmt, um da nicht ein System quasi in die Irre zu führen, weil man einfach nur eine Art von Daten oder von Input gegeben hat. Und auch hier ist es spannend, weil viele immer denken, Maschinen werden die Menschen in so naher Zukunft ersetzen oder die Jobs ersetzen. Am Ende, was wichtig ist, ist zu verstehen, dass Maschinen zwar menschenähnliche Fähigkeiten abbilden können, aber die Art und Weise, wie sie arbeiten, nicht mit uns im Gehirn vergleichbar ist. Hat zum einen auch damit zu tun, dass die Gehirnforschung teilweise noch gar nicht so weit ist, um überhaupt zu verstehen, wie unser Gehirn wirklich arbeitet. Aber ein Beispiel, wir brauchen Unmengen an Daten, um einer Maschine beizubringen, was ist jetzt davon eine Katze, was ist davon ein Hund. Oder wir sehen verschiedene Bilder, auf dem einen ist ein Mensch komplett zu sehen, auf dem anderen sieht man nur noch die Füße, weil alles andere durch ein Buch verdeckt ist. Oder einer, wo auch nur noch teilweise ein Körper zu sehen ist, weil er hinter einem Busch liegt. Und ein Kind könnte zum Beispiel, auch ein dreijähriges Kind, direkt erkennen, dass überall ein Mensch zu sehen ist. Eine Maschine braucht Tausende von solchen Beispieldaten, um zu verstehen, um was es sich hier handelt. Auch Bienen können zu ihrem Stock zurückfliegen, obwohl sie ein kleines, minimales Gehirn haben. Das heißt, wir können mit Maschinen tolle Dinge schaffen, wir können Menschen unterstützen,
Sie arbeitet anders mit als ein Mensch, hat alles Vor- und Nachteile, aber es ist nicht, dass wir damit jetzt in naher Zukunft den Menschen ersetzen werden oder dass eine Maschine so denkt wie ein Mensch. Welche Auswirkungen hat das in Zukunft auf uns alle? Ich sagte eingangs, dass auch KI eine der disruptivsten Technologien auch seit dem Internet ist. Jetzt, wenn ich von der IBM zum Beispiel spreche, wir glauben nicht daran und wir wollen nicht den Menschen ersetzen, sondern wie auch schon gesagt, wir wollen die menschlichen Fähigkeiten unterstützen und auch die Mitarbeiter, die in einer immer komplexeren Welt arbeiten, unterstützen, ihre Arbeit noch zu tun. Und auch hier ist es wieder wichtig zu verstehen, dass Menschen und Maschinen haben beide Vor- und Nachteile und am Ende kommt eben was sehr Starkes raus, wenn man beides kombiniert und zwar richtig kombiniert. Und dazu ist es notwendig, dass man zum einen erstmal Informationen digitalisiert und zwar nicht nur Informationen oder Daten, die quasi eh schon digital über Sensoriken reinkommen, sondern auch das Wissen, was in jedem einzelnen Mitarbeiter oder im Unternehmen existiert, um auch so eine Maschine erstmal trainieren zu können. Und dass man dann eben die Maschine antrainiert und dann die Mensch und Maschine zusammenarbeiten lassen kann. Am Anfang hatte ich davon erzählt, dass es in den Anfängen von KI, 1996 war es, meine ich, der damalige Schachchampion Garry Kasparov besiegt wurde durch Deep Blue. Und der Garry, der hat auch ein sehr spannendes Buch geschrieben, Deep Thinking heißt es. Und das Spannende an ihm ist, auch nach quasi seiner Niederlage hat er weitergemacht. Und zwar sich jetzt nicht verkochen und gesagt, dass jetzt Maschinen die Welt übernehmen werden, sondern er hat Forschung betrieben, wie Menschen und Maschinen zusammen in Zukunft auch Schach spielen können und wer quasi dem anderen überlegen ist. Und dabei kamen ganz interessante Sachen raus. Ich meine, was weniger überraschend ist, ist, dass wenn ein Mensch und eine Maschine zusammen Schach gespielt hat, dass sie eben nur einem Mensch oder nur einer Maschine überlegen war, sondern eben auch, dass quasi ein durchschnittlich intelligenter Mensch mit einer Maschine und starken Prozessen auch einem sehr intelligenten Mensch mit einer Maschine und sehr schlechten Prozessen überlegen war. Ich weiß nicht, ob hier jemand im Raum den Film Die Gremlins gesehen hat. Da gibt es ein kleines, knuffiges Tierchen, das nennt sich Gizmo. Und es gibt drei Regeln zu beachten, wie dieser Gizmo behandelt werden muss. Er darf nicht grellem Licht ausgesetzt werden, er darf nicht mit Wasser in Berührung kommen und er darf auch nicht nach Mitternacht gefüttert werden. Wenn eine dieser Regeln gebrochen wird, verwandelt sich Gizmo in böse Monster. Und im Grunde ist es bei jeder Technologie auch das Gleiche. Wir haben zum Beispiel 3D-Drucker geschaffen, die zum einen Prothesen drucken können, aber zum anderen zum Beispiel auch Waffen. Am Ende ist es eben auch an uns zu entscheiden, was sollen wir mit dieser Technologie machen und wie wollen wir sie am Ende auch einsetzen und damit auch Gutes erschaffen. Und viele Unternehmen, von der Telekom weiß ich es, Google, IBM, haben schon sogenannte ethische Standards auch für AI entwickelt, wie sie mit AI umgehen wollen. Falls jemand interessiert, ich habe jetzt zum Beispiel das für die IBM mal ausgedruckt, ich will jetzt nicht im Detail durchgehen. Also zum einen sagt es aus, dass wer ist verantwortlich am Ende für das System und jetzt nach dem ethischen Standard ist es der auch das System entwickelt hat. Wie muss dieses System aufgebaut sein? Es muss mit Daten gefüttert sein, die nicht widersprüchlich sind, die niemanden in irgendeiner Art und Weise diskriminieren, keine Bias aufrufen und es muss transparent sein, welche Daten in dieses System eingeflossen sind, wie es trainiert wurde und was am Ende auch das Ziel davon ist. Und natürlich über allen, es soll keinen Schaden zufügen. Und ich denke, es ist ein guter Schritt, auch gut, dass viele Unternehmen das bereits haben. Wichtig wäre es eben, das auch auszuweiten, jetzt auf Länderebene, Europaebene oder eben auch weltweit. Vor allem, wenn ich auch sehe, dass eben zum Beispiel China oder Amerika uns ja schon einiges voraus sind, was auch die Forschung angeht, dass man quasi einen Kodex irgendwo auch findet, wie man in Zukunft mit solchen Themen umgehen möchte. Und ich wäre damit auch quasi schon am Ende. Und nachdem es ja auch fast Weihnachten ist, habe ich quasi noch zwei kleine Überraschungen mitgebracht. Jeder, der jetzt Lust hat, auch mal diese Services ausprobieren, findet kann sich bei der IBM Cloud registrieren, das ist kostenlos, unbegrenzt und dann eben auch ein paar Services ausprobieren, mal so ein Chatbot zu bauen. Und wenn man quasi dort so einen Account angelegt hat, der wie gesagt nichts kostet, kann man auch diese Watson Academy besuchen, wo es Kurse zu AI, aber auch zu anderen Technologien gibt.
Gerade heute habe ich jetzt auch erst gehört, dass es noch eine weitere virtuelle University geben soll, die sich quasi an alle richtet, um Skills auch in der Bevölkerung aufleben zu lassen. Das nennt sich, glaube ich, dann Watson Skill Academy. Ich hatte jetzt aber gesehen, dass es für Deutschland noch nicht verfügbar ist. Das soll am Ende, glaube ich, für viele Unis dann frei zugänglich sein. Jetzt erstmal so viel dazu. Wenn Fragen sind, gerne im Nachgang oder eben auch jetzt. Und ich würde mich auf einen Austausch freuen. Ja, vielen Dank, Christa. Gibt es Fragen? Gerne auch andere Meinungen, ja? Ja. Sie sagten vorhin, dass das künstliche automatisierte Fahren erst in 12 Jahren möglich sein wird. Wenn man so in die Presse guckt, dann hat man immer den Eindruck, dass es morgen schon der Fall ist. Was macht Sie da so zögerlich? Ja. Also, wie gesagt, zum einen ist es jetzt meine Einschätzung. Aber zum anderen, ich sehe noch nicht, dass es so weit ist, dass es wirklich einsatzfähig ist. Am Ende ist halt doch Sicherheit ein enormer Faktor. Und am Ende nicht nur die Technologie muss funktionieren, am Ende muss es ja auch eben, zum Beispiel hier in Deutschland, auch durch die ganzen Gesetze eben durchgehen, um zum Beispiel auch noch diese Fragestellung, wer hat Schuld bei einem Unfall, zu klären. Das kommt ja eben noch mit dazu. Und wir haben schon viele Testfahrten, aber ich denke, damit es wirklich einsatzfähig ist, auch für die weite Bevölkerung, das wird noch einige Jahre dauern. Also ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht China schneller da ist, weil die viel, viel mehr tun, was eben visuelle Erkennung angeht. Da hatte ich heute Morgen gerade noch so einen Artikel gelesen, was total spannend war, dass die solche Data Factories aufbauen, wo jetzt eben die Menschen, die vorher an den Fließbändern gearbeitet haben, werden quasi dorthin gesetzt, um einfach nur Daten zu labeln und zu klassifizieren. Und zwar dann gut 1000, 3000 Stück am Tag und damit einfach diese Systeme viel, viel schneller weiterbringen, weil am Ende ist es eben der Anfang von so einem System immer viel manuelle Arbeit, was viele unterschätzen. Also auch dort gibt es zwar auch Untersuchungen, wie man das automatisiert machen kann, ist aber alles am Ende, ist es meistens doch erstmal händisch. Wie kann es gewährleistet werden, dass das Know-how wirklich in der Industrie bleibt, sondern dass es allen Menschen zugute kommt? Das ist eigentlich immer Know-how ist von Google, von Apple, von IBM, die Industrie sehr schnell ist, schneller als die Bildung. Dass das quasi in irgendeiner Form dann auch jemand in Zukunft, der vielleicht nicht da in der Bordwissenschaft ist. Also ich kann nur hoffen, dass auch die Lehrpläne da schnellstmöglich nachziehen. Ich weiß, in einigen ist das quasi schon mal ein Teil des Lehrplans, oftmals oberflächlich. Und ich glaube, momentan ist natürlich auch noch irgendwie jeder selbst dabei gefragt, sich eben halt weiterzubilden. Und sich damit zu beschäftigen, weil ich sehe es genauso, am Ende ist es wichtig, dass zumindest jeder versteht, was es eigentlich ist, was es kann oder was es eben auch nicht kann. Und dass man das eben auch weiter in die Bevölkerung treibt. Und ich denke, auch so ein Austausch wie hier ist dadurch auch super fruchtbar. Aber ich denke halt, wie mit jeder anderen Technologie, bis eben die Bildung nachzieht, muss man sich irgendwie auch selbst damit beschäftigen. Ich meine, es gibt inzwischen viel Input, ob es jetzt auch über YouTube ist mit irgendwelchen Kursen oder eben auch über diese Watson Academy, da ist jetzt eben der Sinn, über auch dieses Watson Skill Academy, dass man zumindest das kostenlos rausgibt. Ist es offen schauen, oder ist es kostenlos, oder wird es immer monetarisiert? Also die Skill Academy, ich sage es so. Kostet auch ein Geld, muss eingespielt werden. Also die ist noch nicht veröffentlicht komplett. Aber was ich jetzt gesehen hatte, ist, dass einfach die ganzen Unis zumindest jetzt erstmal in Amerika Zugriff darauf haben, dass die Studenten kostenlos drauf zugreifen können. Mehr weiß ich bis dato selbst noch nicht. Oder halt eben, aber tatsächlich findet man inzwischen sehr, sehr viele Kurse, zumindest was jetzt die Grundlagen angeht, auch schon im Internet online. Und ich denke vor allem auch diese kontinuierliche Weiterbildung wird auch in Zukunft immer wichtiger sein, weil sich irgendwie die Welt auch immer schneller dreht und einfach viele Dinge, ich meine, ich merke es ja selbst, mein Studium ist jetzt auch ein paar Jahre her und was damals für Inhalte waren, die spielen heute teilweise gar keine Rolle mehr, da hat damals über Sachen wie jetzt heute noch niemand geredet. Die Frage der moralischen Ethik ist sehr wichtig und entscheidend, weil es kann sehr viel und es ist nicht für jeden schaubar, was es alles kann. Und die Vorsichtigkeit, dass man KI dann nicht versteckt und das kann auch nicht schimpfen oder betrieben werden. Und wie ist da der Gesetzgeber irgendwie dran, hier eventuell einzugreifen, falls das eben in diese falsche Richtung gehen sollte? Also das ist immer ein bisschen kritisch. Ich meine,
meine, ein Eingriff ist ja zumindest GDPR. Am Ende sind es ja auch alles Daten, die einfließen, ob es jetzt KI ist oder auch analytische Daten. Und Daten werden ja schon seit Jahren gesammelt, auch über Apps. Und dass da zumindest ersichtlich ist, was für Daten werden gespeichert und was wird damit gemacht. Und ob das jetzt eine KI ist oder irgendwelche anderen Systeme, das muss einfach transparent sein. Und ich denke, vor allem jetzt hier in Deutschland und Europa, da ist immer stärker ein Fokus drauf. Teilweise wissen doch die Leute gar nicht, wie die Algorithmen funktionieren. Letztes wurde auch schon gewesen, dass die Entwickler drauf schon sagen, die KI jetzt gemacht hat, der Algorithmus war sonst so programmiert, dann kommt jetzt auf ein Self-Learning-Ergebnis. Und Google findet raus, dass irgendwelche Filmempfehlungen oder so. Und die würden da jemanden befreien von irgendwelchen Empfehlungen und wissen aber selber gar nicht, wie KI drauf gekommen ist, diese Empfehlung. Das mit Anschauen, Zeiten von Filmen zu tun, plus Most View, also so das Attribut, das empfohlen werden soll, weil die Leute am meisten gucken, damit sie am meisten Kontakt haben. Da werden die Algorithmen entstanden, wo die Entwickler gar keine Ahnung haben, wie sie entstanden ist. Also, wenn er so, dass die KIs vielleicht auch irgendwann das machen, was sie keine mehr sehen. Ja, aus dem Grund ist diese Transparenz eben enorm wichtig, vor allem, dass man einfach weiß, was für Daten überhaupt eingeflossen und dass am Ende halt wirklich auch jemand dafür verantwortlich ist, das auch nachzutrainieren, nachzusteuern, dass das nicht gegen die Wand fährt. Deshalb werden bisher zum produktiven Einsatz nirgendwo selbstlernende Mechanismen eingesetzt. Also zwar die Systeme lernen was, aber geben dann quasi ein Reporting ab und das entscheidet am Ende immer hinten dran der Mensch, was quasi nachtrainiert wird, um eben wirklich solche Expertensysteme zu bauen, die man kontrollieren kann. Ja. Ich da kurz einhaken darf, das wäre nämlich auch meine Frage noch gewesen. Wenn die KI schon selbst lernen kann, das heißt, es gibt trotzdem KIs für den speziellen Anwendungsfall und für den speziellen Anwendungsfall. Also es gibt nicht eine KI, die ich programmiere und die dann einfach alles lernen kann, was ich ihr vorsetze. Also wie das Daten nicht, für alles diese Narrow AI, wie man sie jetzt so schön nennt, es sind einzelne Algorithmen, die immer noch, die sind im Gegensatz zu früher nicht mehr regelbasiert, sondern können eben Muster erkennen, aber sie sind immer noch für einen Spezialfall trainiert. Und das sind eben auch diese verschiedenen Services, die man zusammenschließen kann. Und bis heute ist es noch nicht mal entschieden, ob es jemals so eine AI gibt, die allumfassend ist, weil man bis heute jetzt nicht wüsste, wie man so etwas darstellen kann. Es ist ein bisschen, man weiß es nicht, was auch da die Forschung bringt, vielleicht auch mit fortschreitender Gehirnforschung, aber bis heute wäre es nicht möglich, so ein offenes System zu generieren, das einfach alles weiß. Da ist noch eine Frage. Wer sind die Haupttreiber? Ich meine natürlich die Großen, von jetzt der Unternehmensseite ist halt Amazon, Google und IBM. Wobei ich jetzt sehe, dass sehr, sehr wichtig vor allem die ganzen Startups sind, die einfach nochmal viel mehr Nischen-Expertenwissen mit einbringen und da einfach diese gezielten, speziellen Algorithmen viel schneller weiterentwickeln können. Spielt da militärische Forschung auch eine Rolle? Also ich denke, die sind ja nochmal ein bisschen weiter als die zivile. Sicherlich, also das ist mir jetzt auch nicht so bekannt. Ich würde mal davon ausgehen, weil dort ja immer recht viel auch Geld reingesteckt wird, auch was in Richtung Sicherheit angeht. Aber da habe ich selbst keinen Überblick. Also ich fand es interessant, einen Einblick zu bekommen in das Thema, wie die Behinderte jetzt operiert werden dafür. Einige kritische Punkte wurden ja schon genannt. Das Stichwort China fiel. Es ist ja bekannt, wie dort bereits massenhaft zur Überwachung der Bevölkerung das eingesetzt wird, wo Punktesysteme vergeben werden und wo auch darüber entscheiden, wer welchen Ausbildungsweg machen kann und anderes. Also ich sehe in dieser Überwachung riesengroße Gefahren, auch von Firmen, die heute hier großes Gewicht haben, sie haben das sie genannt, eine amerikanische Ökonomin, hat nämlich ein Buch über das Zeitalter des Überwachungskapitalismus geschrieben, ja, wo hier Wirtschaftskräfte am Werk sind, die also doch einiges ausspionieren und für kommerzielle Zwecke auch ausnutzen. Ich denke, da muss man sich bewusst werden und gleichzeitig ist es so, wie Sie ja gesagt haben, dass es verschiedene Anwendungsbereiche gibt, die für Menschen sehr wichtig und nutzbringend sein können. Also ist immer dieses Dilemma oder diese widersprüchlichen Seiten
ein Bewusstsein zu haben, finde ich sehr wichtig. Das ist das eine. In dieser ethischen Frage müssen ganz stark nach vorne gehen. Nicht in allen Gremien, die damit zu tun haben, in den Betrieben, in der Gesellschaft, in der Politik. Das zweite ist, Sie hatten gesagt, dass diese Maschinen menschenähnlich und menschengleich sind. Sein differenzieren Sie das nochmal und menschliches Verhalten, intelligentes menschliches Verhalten mit ihrem Vermögen. Der Mensch ist ja nicht nur ein kognitives Wesen. Es gibt ja auch so etwas wie eine emotionale Intelligenz und emotionale Wahrnehmung. Und da spielen ja ganz andere Aspekte mit der Rolle als durch eine logisch-analytische, algorithmische Aufarbeitung. Also Rhythmen sind logisch-analytische Prozesse. Ich sehe, ich komme aus der Bildung, in der Tat hier eine gewisse Gefahr, dass jetzt doch sehr stark dieses logisch-analytische, dieses computational Thinking nach vorne kommt und diese anderen Fähigkeiten, die wir als Menschen haben, das assoziative Denken, das intuitive, emotionale Sphäre zu kurz kommen, also vom Menschenbild her. Wie sehen Sie das? Also zum einen, dieses Menschengleiche, das kam auch eher aus der Idee des Zieles von früher, dass man dachte, man kann Maschinen wie ein Mensch gestalten. Und heutzutage, wir haben keine Maschine, die Menschen gleich ist, schon alleine, weil eben auch, wie ich sagte, das Gehirn überhaupt noch nicht richtig erforscht ist. Und man dann eben diese Fähigkeiten abbilden kann, wie jetzt eben Sprache, Kreativität zum gewissen Teil. Also man kann über Muster zum Beispiel auch Kochbücher erstellen oder es gibt auch einen Künstler, der mit KI Bilder malt, in dem quasi Muster ein bisschen erkannt wurden. Aber am Ende ist ja das, was uns Menschen auch ausmacht, auch quasi Träume zu haben oder auch innovativ zu denken. Da gibt es auch ein schönes Beispiel, zum Beispiel, man hat einen Stuhl und man kann auch einer Maschine 10 verschiedene Arten von Stühlen geben. Und wenn man da mal sich umschaut auf dem Markt, gibt es ja ganz abstrakte Stühle, die von einer KI gar nicht als Stuhl wahrgenommen werden, während jedes Kind sagen würde, dass es sich um eine Sitzgelegenheit handeln würde, ob es jetzt so quasi so ein Gymnastikball wäre, etc. Also am Ende, die Maschinen, die sind nicht menschengleich. Und genau das, was Sie eben sagten, diese Emotionen sind mathematisch nicht abbildbar bis dato. Und auch das ist etwas, was auch uns Menschen gehört und was ich denke, was extrem wichtig ist. Ich glaube, da war noch eine Frage. Wir sind nicht gerade schon bei Einstellungen bei größeren Firmen viel Algorithmen verwendet und da fehlen ja quasi dann diese ganzen Emotionen, das was man eigentlich neben dem Logischen und dem, was man den Algorithmen packen kann, das fehlt ja dann. Also was ich sagen muss, ist zum einen, dass ein Unternehmen auch ein bisschen selbst dafür verantwortlich ist, weil ich denke, die meisten haben erkannt, dass das nicht zielführend ist, weil es darum ja auch ganz wichtig geht, welche Menschen wollen Sie zukünftig auch in Ihrem Unternehmen haben, um auch wirklich feststellen zu können, wer passt zu einem. Das ist ja zum einen wirklich ein menschlicher und emotionaler Faktor. Es gibt da immer sehr viel Pro und Contra. Zum einen kann gesagt werden, dass ein Mensch auch einen sich ähnlichen Menschen aussuchen würde, zum Beispiel der in den Job kommen würde. Und dass man zwar immer gleiche Menschen versucht, um sich herum auszuwählen. Dass man quasi, man ist ja auch nicht frei von irgendwelchen Vorurteilen. Hier sagen manche, naja, so eine Maschine, wenn sie richtig trainiert ist, die könnte das quasi objektiver gestalten und vielleicht mehr unterschiedliche Menschen in so ein Unternehmen holen. Andere sagen wieder, ja, aber es ist eben sehr gefährlich, dass dann quasi doch das zu Daten getrieben ist und emotional wegfällt. Ich denke, man muss beides irgendwie miteinander kombinieren. Und dass dieser menschliche Aspekt, denke ich auch, der wird in Zukunft eher wichtiger als unwichtiger. Also das heißt, dass man sich immer noch auch persönlich zu einem Gespräch trifft, dass man die Person auch abseits nur von Daten betrachtet. Dann habe ich noch eine zweite Frage. Es ging vor ein paar Tagen, das ist die Presse, diese falschen Schufa-Auskünfte. Steckt da nicht aus, dass der Linke so nicht funktionierende Algorithmen? Das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Was war da mit falschen Schufa? Also, dass einfach viele Schufa-Auskünfte falsch sind. Okay. Dass Leute quasi keine Kredite mehr bekamen, obwohl überhaupt nur die Grundrechte da waren. Ich, also,
ohne jetzt den Hintergrund zu kennen, wäre meine Vermutung da jetzt eher, dass das generell falsche Systeme sind, jetzt abseits von KI und Co., weil ich auch oftmals auch schon von Bekannten mitbekommen hatte, wenn die jetzt irgendwie Häuser kaufen wollten, haben verschiedene Finanzierungsanfragen gemacht und sobald man quasi sich ein Angebot einfordert, oftmals quasi schon eine Schufa-Abfrage geschieht und mit jeder Schufa-Abfrage ja dann irgendwie auch der eigene Score irgendwie nach unten geht und dass damit oftmals kein richtiges repräsentatives Bild dargestellt wird. Ich glaube, das sind auch eher solche Systemfehler. Ich weiß jetzt nicht, ob man das wirklich an eine KI grenzen kann, weil ich glaube, es ist da noch relativ binär, welche Daten am Ende die Schufa übermittelt bekommt. Ja. Mhm. Eine etwas provozierende Frage. Anfangs heißt es, wie sich die Gesellschaft verändert durch künstliche Intelligenz. Ich würde fragen, warum lässt sich die Gesellschaft das gefallen? Wir sind es alles die Menschen und wir Menschen leben am Ende immer davon, dass Dinge einfacher geschaffen werden. Während wir auch früher nicht mehr, ich sag mal, Jobs an Maschinen machen, die ja die Gesundheit zerstören, wollen heutzutage auch viele keine einfacheren, niedrigeren Jobs eben mehr machen, die am Ende Maschinen erledigen soll. Auf der anderen Seite dann doch auch der Kapitalismus, um Dinge einfach effektiver gestalten zu können. Also ich glaube, das ist dann auch eine sehr, ja, Frage. Sie haben das Wort gesagt, der Kapitalismus. Die ganze Geschichte läuft auf Gewinnmaximierung, auf Geld raus, im Grunde genommen. Und am Ende sind es wir alle die Menschen, die auch die Entscheidung treffen, von dem her. Ich denke, die Intelligenz des Menschen bzw. der Intellekt des Menschen reicht nicht aus, um diese Geschichten alle zu überblicken. Und nimmt diese Art zu lernen nicht auch Einfluss auf uns? Also mit Anfangen bei SEO-Texten, wenn wir jetzt schon Texte für die Internet schreiben, machen wir die so, dass die Suchmaschinen die besonders gut finden. Wenn die Kinder jetzt gerade mit KIs lernen, dann lernen die ja auch so, wie die KI am besten versteht. Das heißt, wir passen uns schon auch den Maschinen an, sodass die eigentlich, dass die Interaktion mit den Maschinen, die hier kommen, am besten funktioniert. Das heißt schon, in der Erziehung oder in der Auseinandersetzung mit den Maschinen fangen wir Menschen an, nicht zu lernen, wie die Pfütze und der Matsch funktioniert, sondern wie die Maschine vielleicht mich am besten versteht, wie ich am besten reden muss, damit am wenigsten Fehler rauskommt. Also hat es schon einen Einfluss auch auf uns, wenn wir die auf allen Leveln schon zulassen. Wir sollten nicht verlernen, auch diese anderen Bereiche zu bedienen. Ich denke, das ist eine Chance. Die Chinesen werden sowieso vorlegen, weil sie einfach nicht diese Einstellung, die wir haben in unserer Gesellschaft. Wobei das Spannende ist, Maschinen haben uns ja schon immer erzogen. Also wir haben ja wirklich Maschinen damit gefüttert, diese in Zeilen und in Spalten Daten einzutragen und Informationen in Stichwörtern am besten in Google einzutippen. Das hatte ich ja auch gemerkt, wenn wir oftmals solche Systeme vertestet haben, dass erstmal auch in so ein Chatbot einfach Stichworte eingegeben wurden, weil auch quasi die Menschen verlernt haben, in natürlicher Sprache zu interagieren. Hat immer so ein Für und Wider. Und da hatte ich noch was Spannendes, letztes Forschungsergebnisse gesehen, dass sich im Gehirn das Areal des Daumens vergrößert hat, weil wir inzwischen so viele Wischbewegungen machen. Also am Ende, ja, hat alles am Ende halt doch irgendwie auch Auswirkungen auf uns. Ja, ich würde die Fragerunde nochmal vorerst beenden. Sie haben im Anschluss nochmal die Möglichkeit, bei einer Butterbreze, in einem Bier oder in einem Wasser hier noch weitere Diskussionen und ins Gespräch zu kommen. Der Hinweis noch auf die nächste Ringvorlesung in 2 Wochen, am 17. Dezember, selber Raum, selbe Zeit, um 19 Uhr, spricht Jan Wingefeld vom Unique Maker Lab e.V. über das Internet of Things, wann es sinnvoll ist, Geräte mit dem Internet und untereinander zu vernetzen. Dazu eure herzliche Einladung und vielen Dank für Ihr Erscheinen heute.